unseen but always there. Cold breath touches in the air. Fearful hearts begin to race. Feel the evil in this place. In the shadows it does creep. Ich stelle auf Automatik und drück ab. 30 Schuss, ratatatatat, 762, yo! Genau. Du schießt mit 30 Schuss, du hast quasi Ecken. Das ist, ich würde ihn gerne aufhalten. Ja, er ballert. Dann macht beide Initiativewurf. Wenn der Dan gewinnt, dann schießt er und wenn nicht, dann haut er halt rum. Und eventuell auch, wenn ihr nah beieinander seid, Iceman eine 5 auf Initiative drücken. Ach, da ist es. Ach so, Entschuldigung. Aber einen 20-seitigen Würfel plus deine Initiative schaffst du es ja. Muss die Iceman, warte, Initiative. Initiative, da. Ist hoch gut oder schlecht? Hoch ist gut. Ja, du hältst ihn zurück, er schießt aber, ja. Ein paar Schuss fliegen raus aus seiner Kalaschnikow und die haut er vorne dann in die Wand hinein. Total panisch. Und, Ruhig. Wieso panisch? Nee, nicht panisch. Der war einfach nur schussgeil. Da musst du schon, schon loslegen. Ja, ich hab's ja schon, ich hab ja schon gezielt. Also soll ich jetzt nicht mal... Du siehst aber nicht viel. Du hängst ja zwischen den Teilen. Wenn du damit schießt... Vielleicht habe ich das nicht mitbekommen. Sind die beiden Jungs von unten nach oben gekommen? Sind die bei uns? Oder ballerst du quasi ins Erdgeschoss, während die beiden Jungs da noch sind? Nein, ich schieß raus. Die Erdgeschoss hier. Ach so, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Du schießt rein. Ganz, Moment, ihr redet. Okay. Momentan ist gerade, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es reden gerade alle durcheinander. Also, hör mal zu, Chris. Der Doc hat das Licht angemacht, draußen auf die Straße, wo er die gesehen hat. Und ich schieß von oben aus dem ersten Stock da runter. Das war meine Idee. Okay, dann darfst du das machen. Nicht im Haus. Ich hab nämlich das genau falsch gemacht. Deswegen, es ist gerade viel durcheinander gelaufen. Ihr habt doch durcheinander gesprochen. Ich denke, ja, ist gut. Irgendwas stimmt gerade nicht. Wir haben jetzt ja außerhalb. Ich setze diesen Projektor so auf, dass ich in das Gebäude reinscheine, weil das ja relativ zerrüttet ist, dass ich auf den Treppenaufgang scheine, sodass wir den ausgeleuchtet haben. Moment, du hattest gerade gesagt, du siehst da unten Leute laufen. Ich glaube nicht, dass wenn ich sage, mach mal die Taschenlampe an, dass du dann gehst, den Projektor holen. Weißt du, ich glaube, das war gerade so ein bisschen... Du hast nicht gesagt, mach die Taschenlampe an, sondern ich habe gesagt, gut, dann stelle ich jetzt diesen Projektor auf, dahin, wo ich denke, dass das so... Okay, gut, dann habe ich nichts gesehen. Draußen. Du kannst mit dem Projektor dort was machen. Hier steht alle was weiter erhöht. Du kannst hier noch auf ein Vieh schießen. Du musst aber einen coolen Effekt von über 10 Punkten haben, um den zu treffen. Dann gucken wir mal. Okay, das war jetzt ein bisschen... So. Nice. Akzeptabel steht da. Akzeptabel. Wolltest du automatisch oder normal schießen? Ja, wenn ich nur ein Vieh sehe, dann natürlich gezielt, ne? So eine Dreiersalve. Okay. Success-Effekt 1. Nein, du wisst es nicht. Du siehst es zwar im Dunkeln mit der Taschenlampe, wo er einmal leuchtet, siehst etwas um die Ecke gehen, ja? Dann kümmert er sich aber um den Projektor. Das Licht verschwindet in den Augenblick und du siehst nichts mehr. Du siehst nur noch das hier hinten, was war, wo du drauf schießt. Jo, die kommen rein! Der Nächste. Was möchtet ihr machen? Ihr könnt im ersten, zweiten oder dritten Stock stehen, das ist mir egal. Was müsst ihr euch irgendwie so eine Initiativreihenfolge machen? Oder? Ja, macht mal einen Initiativewurf. Weiß ich nicht so. Macht mal einen, ja. Finde ich gut. Genau. Wow. Achso, habt ihr einfach 20? Nee, ihr habt Initiative. Du kannst auch. Habt ihr denn gewürfelt? Es gibt Initiative auf dem Charakterblatt, wenn nicht, schmeißen 20er. Ja, wo ist. Ach, da. Ist rechts oben, da steht. Ja. Ja, da steht irgendwo bei. Hat ja geklappt. Hat er schon. Okay. Oh. Ja, Iceman fängt an. Ich würde den Jungs sagen, also die noch unten sind, dass sie sofort hochkommen sollen. Und quasi den Treppenaufgang absichern. Okay. So. Ich selber würde mich quasi mit dem Rücken zur Treppe hinstellen, um die Fenster abzusichern. Dass, falls sie durch die Fenster kommen, ich die direkt aufs Korn nehme. Welches Stockwerk möchtest du sein? Da, wo sich der Rest befindet.
da, wo die anderen alle sind. Also deine Jungs, pass auf. Wir ziehen uns quasi komplett zu so einem Cluster zusammen, weil das leichter zu verteidigen ist. Erdgeschoss, die beiden. Genau, erste die vom Erdgeschoss kommen ins erste, kommen in den ersten Stock. Das sollten die, glaube ich, schaffen in einer Runde. Ich würde mich dann auch im ersten Stock positionieren. Also ich habe jetzt einfach mal auf gut Glück meine Treppe eingezeichnet. Einfach nur. Wenn du sagst, es ist okay, ansonsten mach ich es wieder weg. Brauchst du nicht, wir brauchen nur zu sagen, in welchem Stockwerk ihr euch befindet. Okay, erster Stock. So, und die sollen ja jetzt auch quasi zu uns hochkommen in den ersten Stock, die Redneck und der Big Tex. Yes. Ja, einfach nur, damit wir unser Feuer konzentrieren können. Genau. Hm? Es gibt kaputte Treppen, es gibt teilweise Leitern, manchmal auch Balken, die man hochklettern müsste. Ja. Hm. Erster Stock. Ihr okay. Seht teilweise zwischen kaputten Sachen, dass so ein paar Haufen heulend auf eure Jungs im Erdgeschoss drauflaufen. Ihr auch, da springt noch was durchs Fenster. Okay, also jetzt offen, die kommen jetzt offen gerade rein. Ihr könnt die, müsst ihr euch vorstellen, der Boden ist so teilweise ja ein bisschen kaputt. Und du siehst die ab und zu wieder an so einem Bodenloch, siehst du was vorbeihusten, ne? Und so. Und du hörst es halt unten im Erdgeschoss. Genau, ich will nur wissen, also jetzt ist nicht mehr, die umschleichen uns, die sind jetzt aktiv. Die sind aktiv. Am Rennen. Also geben wir quasi nach unten hin Feuerschutz. Ja. Genau, dass die hochkommen können. Genau. Ja. Big Tags rennt ein Stück, die Treppe, dann gibt es ein Loch. Dixie Ryder springt drüber, packt sich den und zieht ihn hoch. Redneck, hörst du schreien, sucht unten was. Du hörst ihn wie wahnsinnig schießen, du hörst ein Vieh jaulen und dann hörst du nichts mehr von Redneck. Während Dixie Ryder, ihr seht inzwischen so kaputten Säulen und sowas stehen und sowas, ne? Nach oben, ich hab ihn, schreit und auf einmal schreit Big Tex total auf. Und du hörst totale Schreie, so ein richtiges Grummeln und Jaulen. Und der reißt den nach oben und du siehst, dass der nur noch so zwei Beinstümpfe hat und so und den Magen aufgerissen und dann da nur noch so zappelnd rumliegt. Was möchtet ihr tun? Hier, Big Tex wurde ja von Dixie Ryder hochgezogen, ne? An so einem Loch. Ne? Der Einzige, der jetzt noch steht, ist Dixie Ryder. Ah, okay. Da mache ich mal ganz kurz einen Wurf, wie der das verkraftet. Oh, das geht noch. Sieht ja noch einigermaßen nicht mehr ganz so gut aus. Ihr seht, dass Dixie Ryder da nach unten schaut und wirklich nur noch wie gebannt nach unten guckt, während ihr unten so ein Heulen hört. Okay, Karen, Doc, ihr geht mal hier ein bisschen aus dem Schussfeld. Passt auf, die können auch durch die Fenster kommen. Deswegen, passt auf die Fenster auf. Die Viecher springen wie die Sau. Iceman, wir richten, also wir passen auf die Treppe auf. Ja. Big Tex. Du kannst dich locker im Raum verteilen, wo du dich fühlst. Ja, ist ein Pendel, ein bisschen Kreide, mal was Schönes, ein Mandala oder so. Seid ihr bewaffnet eigentlich, Doc und Karen? Ich habe so eine langen Revolver mit so einem Zielfernrohr oben drauf. Ach, den benutzt du schon die ganze Zeit als Gehstock. Nicht ganz, aber. Okay, den habe ich auch mittlerweile in der Hand und gucke panisch um mich. Ich habe ein Pfefferspray. Sehr sinnvoll. Wunde ich habe auch noch die Pistole vom Doc, aber die habe ich in all dem Stress völlig vergessen, weil ich natürlich nicht schießen kann. Ich drücke dir meine... Keine Ahnung davon habe. Ich stehe da mit dem Pfefferspray in der Mitte vom Raum. Aber ich glaube, wer ist denn jetzt gerade dran mit seiner Initiative? Ihr seid dran und zwar fangen wir mit Iceman an. Ich habe nur da ganz kurz die Typen einfach mal platt gemacht. Achso, ich würde jetzt... Bis auf den Dixie Ryder. Ich würde sagen, ich würde jetzt Mr. Becker und Karen noch was machen lassen und dann können wir mit der Initiative starten, oder? Ja. Ja, ich würde einfach nur Schritte nach hinten gehen vor diesem Treppenhaus. Und hinter mir ist wahrscheinlich so ein Fenster und würde mich unter diesen Fenstersims so hin... Ja, nach hinten angelehnt, so mit Pistole auf das Treppenhaus gerichtet, ein bisschen panisch zusammenkauern. Ich würde als erstes mal gucken, ob es irgendwo Möglichkeiten gibt, irgendwo hochzuklettern im allergrößten Notfall, wo vielleicht Wölfe nicht so schnell hochklettern können. Wo ich mich im größten Notfall hin retten kann, weil ich bin ziemlich sportlich, mache sehr viel Yoga.
weil ich jetzt nicht so die Kampfwütige bin. Ich denke, die Jungs können sich da schon gegenseitig schön abschlachten. Ich kann mich versuchen, aus dem Schussfeld zu bringen. Und ich würde gerade, weil ich eh nicht viel machen kann, ich würde vom Fenster weggehen und gucken, ob ich noch irgendwas Nützliches finde, was uns vielleicht hilft, diese Viecher irgendwie auf irgendwo... irgendwelche Informationen oder so sind, ob es Schwächen oder was auch immer gibt, weil hier gibt es Videos mit unserem Namen, also muss es vielleicht auch noch irgendwas mehr geben. Ja, also fällt dir dieses kleine Medizinbeutelchen wieder ein, was dir die alte Hexe gegeben hat? Nee, das habe ich sowieso bei mir, also ganz ehrlich. Du hast... Ich habe beide ganz, ganz nah bei mir und ich bin nicht für die Wölfe zu riechen. Du hast... Jetzt versuche ich ja nach einer Möglichkeit, mich zu verstecken. Ja. Du hast über dir so ein, was weiter, wenn du 2-3 Meter da weiter reinläufst, ne, so hier an die Ecke oder hier so ungefähr, dann hast du so, so ein Loch, was nach oben geht, da hängt dann so ein Stück vom Seil runter, da steht aber auch so eine Leiter dran, so eine alte. Ich würde da hochgehen. Damit wärst du im zweiten Stock an einem Loch, hast eine Leiter und daneben ist halt so ein aufgerohtes großes Seil und so ein dicker Sack mit Zement. Mhm. Sehr gut. Perfekt. Ich guck mal, ob ich den bewegen kann. Ja, den Sack mit Zement kannst du zur Not bewegen. Sehr gut. Bin ich da irgendwas? Du hast so ein Seil, so ein dickes Seil? Nee. Finde ich da noch irgendwelche Informationen oder so? Ja, momentan hast du es erstmal geschafft, da hochzugehen. Da müsstest okay, du perfekt. Weiter oben gucken. Ja. So, gehen wir rückwärts vor. Leopold Becker haben wir noch nicht. Kannst erstmal Aktionen machen. Erstmal die Leute, die sowieso nicht kämpfen. Du hast die Pistole nach draußen raus. Ne? Du siehst so ein bisschen weiter unten auf diesen großen Müllding-Containern, siehst du irgend so ein Ding, das nach oben guckt und du siehst die da diese Alligatorfarben. Ich guck nicht aus dem Fenster raus. Also. Ich bin unter den, also sagen, wenn du das Fenster vorstellen kannst, ja, da vorne ist der Treppeneingang. Ja, ich sitze sogar am Ende des Treppeneingangs unter diesem Fenster und ziehe einfach nur auf diesen Treppeneingang. Ne? Das heißt, was hinter mir ist, interessiert mich nicht. Hast du so ein Säckchen bekommen? Nein. Gut. Wir hatten beide mal das Mitstück. Ja, klar. Ja, klar. Ich hoffe einfach für dich, dass diese Indianerhexe, die dieses Zeug gegeben hat, damit das die Hunde anlockt. Ich weiß ja. Hi Walk, was musst du tun? Jo, also ich spanne erstmal beim Dog den Revolver. Jetzt geht's, yo. Ja, und dann ich habe halt fertig geladen, habe auf Automatik stehen, jetzt hier in dieser Situation und hoffe und guck, also der Projektor beleuchtet er den Treppenaufgang. Genau. Der beleuchtet den Treppenaufgang gut. In diesem fackelnden Licht. Ne, du kannst einmal einen Wurf auf Search machen. Ja. Weil ich, hier, Search. Dann kannst du dich nämlich konzentrieren, was eine Aktion ist. Nichts, du siehst nichts an dem Treppenaufgang. Jo, ich halte das aber weiter im Visier. Wichtig ist, solange ich nicht irgendwie panisch werde, schieße ich immer Dreiersalven. Ansonsten, also, ne, tak. Weil ich bin ja Waffenspezialist. Wenn ich panisch werde, dann reiße ich durch. Wie gesagt, ich passe da auf. Also volle Achtsamkeit auf die Treppe. Ja, und jetzt kommt noch... von hinten. Ja. Erstmal René, was möchte der Iceman machen? Also der Iceman macht Folgendes. Er hat zwar gesagt, ich soll die Treppe mit dem Blick haben, aber die stehen da zu zweit. Von daher würde ich mich ein bisschen mehr hier in den Raum bewegen. Mhm. Und dann halt das Absichern der Fenster übernehmen. Was Absichern der Fenster übernehmen? Ja, also ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben quasi diesen Raum, da haben wir einen Treppeneingang. So, da stehen zwei Leute, der eine quasi so, ne, mit dem Fenster im Rücken. So, und ich gehe jetzt quasi ein bisschen weiter in den Raum rein, stelle mich quasi ein bisschen in die Nähe von Karen, so. Ja, meinst du, halt, als du, ne? Du bist 9-1. Ah, ja, stimmt, die ist hochgeklettert, der ist ja auch fein. Du siehst auch von mir aus nach oben und du siehst auch hier Löcher unten, wo so Zimmermannstäbel stehen und so, wo du auch leicht runterkletten kannst, wo aber auch jemand leicht hochkommen könnte. Ja, lol, was? Ja, dann... Fucking, dann rufe ich erstmal oben, ey Karen, ne, könnten wir vielleicht die Prinzessin bitten, hier runterzukommen und einen Blick auf die scheiß Fenster zu haben?
Und ich würde dann quasi einen Schritt zurückgehen und versuchen, dieses Loch in der Decke und dieses Loch im Boden im Blick zu behalten. Du darfst einen Wurf auf Search machen. Das ist meine Aktion. Ah, Gremlin. Oh Mann, das ist doch gut. Ach so, okay. Das ist doch perfekt. Ja, aber gut. Ja. Was du jetzt siehst, ist hier, ne, irgendwo, ich sag mal da, ne, quasi so ein Zimmermannstisch mit so einer komischen Konstruktion per Kisten. Das war schon, also den Weg so schnell zu finden, den hättest du. Du erinnerst dich jetzt dran, wie es aufgebaut wird. Aber da muss man schon eine gewisse Logik des Denken haben, um zu wissen, wo ich schnell irgendwo hinspringe. Siehst du, ein so ein Wesen nach vorne kommen. Du darfst mal einen Ego-Wurf machen. Diese Schnauze und diese Krokodilsartig. Und er kommt so langsam so auf dich zugekrochen. Huiuiui. Ja, ich fange an zu schreien. Schicksalspunkt kannst du ausgeben oder du kannst schreien. Kannst du auch noch. Heldenpunkt halten wir übrigens. Dann gehen wir so einen Heldenpunkt, was soll's? Heldenpunkt, das um so eine Stufe ab. Ja. Du siehst das Ding. Ich bin nicht am Träumen. Ich bin nicht am Träumen. Was sagst du? Ich sehe das Ding an und bin geschockt. Du bist auf jeden Fall geschockt. Aber du hast noch zwei Aktionen. Was möchtest du? Musst du einen Schockwürfel würfeln oder sowas? Nö, musst du jetzt nicht. Okay, ja, dann. AK goes brrr, ne? Ja. Dann würde ich meine Ängste und Dämonen mit 762 Millimetern. Dadurch, dass der Spiegel ziemlich relativ geduckt, gedeckt ist, durch halt irgendwelche Sachen, die im Weg sind, seid ihr auch, ne, ziehen wir ja von dem Wurf 5 ab. Man muss unterbleiben. Das sehen wir ja, wenn der Ego 12 steht und so. Ne, muss der hinterher darf ja nur nicht versagen. So, ich ziehe jetzt einfach hier 5 ab, oder was? Ne, wenn du ziehst. Ja, genau, kannst du beim Wurf hier eingeben, ne? Kann ich jetzt einfach meinen Wurf hier um 5 verringern? Ja. Stimmt. Zur Notwürfelst du und wir merken, rechnen es kurz gegen. Oh. Das ist ein kritischen Erfolg. So, was wolltest du? Kurze Salve, lange Salve, was wolltest du? Musst du eigentlich vorher sagen? Ja, also ich würde halt auch so schießen, wie man mit einer AK schießt, nämlich in Dreiersalve. So. Du schießt eine kurze Dreiersalve drauf, dann hörst du ein Heulen und das Ding fliegt wieder durch das Loch nach unten, die was gerade hochklettert. Blutet es? Tatsächlich läuft so eine fiese. Kann ich wahrscheinlich nicht sehen. Sieht Flüssigkeit heraus. Verdammt dunkel aus. Wenn es blutet, kann man es töten. Ja, töte das, bevor es Eier legt. Genau. Wir sind in den Wänden. Ja. Ja, Also ich pumpe da 3 Kugeln rein, das verpisst sich. Mhm. Das fällt zurück. So. Ja, dann rufe ich auf jeden Fall, ich habe Kontakt. Das ist ja schön. Okay, Doc, kannst du ihn unterstützen? Wie? Mit der Knarre. Ja, dann würde ich mich auf den Vieren bewegen von Wand zu Wand, sodass ich dich im Sichtfeld habe. Warte mal eine Sekunde, jetzt wollen wir die Reihenfolge mal richtig gehen. Ja, ich kann sagen, angefangen. Jetzt ist High Rock dran. High Rock, was möchtest du tun? Ja, wie gesagt, ich denke, dass hier mein Platz ist. Ich würde auch immer mal wieder rausspähen aus dem Fenster, ansonsten Treppeaufgang. Wenn du aus dem Fenster rausspähst, eine Aktion, siehst du unten auf dieser Mülltonne etwas, was gerade sich bereit macht, um in den ersten Stock zu euch ins Fenster reinzuspringen. Also hinter mir? Genau, und zwar hier. Yes, das habe ich. Dann würde ich schießen. Bitte, Dreierseile, sagtest du. Yes. Dann darfst du einmal nach unten schießen, ein bisschen schwieriger zu treffen mit dem Licht. Akzeptabel. Minus 5. Hast du 5 weniger dabei? Nee, ich hab's ganz normal. Aber akzeptabel. Success-Effekt 4. Was heißt das? Ich habe eine 17 gewürfelt oder was? Genau. Das heißt, diesmal geht's ein bisschen an dem Vieh vorbei. Moment, ich kann aber doch jetzt den Heldenpunkt benutzen, um es zu treffen, ne? Genau. Dann mache ich das. Dann habe ich nur noch 5. Ja. Und dann tackere ich das Vieh da fest. Du tackerst es fest mit einer Dreiersalbe. Dann würfelst du bitte mal Dreiersalbe war das dann? Ja. Würfel dreimal mit dem W20 kommen. Ja, würfel zweimal mit dem W20. Zweimal mal. Was? Das ist ja nur ein akzeptabeles Fest dann trotzdem.
29. Ja. Du tackerst runter, schießt und hörst ein Heulen, weil es die erste Kugel durch den Kopf geht und die zweite durch das Maul durchgeht. Das Vieh herunterfällt und du eine gezielte Dreiersalbe da unten abgeschossen hast. Ich hab eins. Indeed. Schön für dich. Okay, das piept sich raus. Yeah. Would be nice. Selber schuld. Während du das machst, wer ist dran als nächstes noch, bevor die Würfel dran sind? Karen Wader ist noch dran. Ich werde einen Teufel tun und darunter klettern. Mhm. Ich gucke, ob ich oben irgendwas noch finde. Vielleicht irgendwas auf was noch ein bisschen besser ist als irgendwie mein Pfefferspray oder irgendwelche Informationen oder irgendwelche alten Kisten oder ich gucke einfach, ob ich was so finde. Schraubdingen dran, ja? Dann findest du einen Teil, wo quasi so ein altes Rohr ist. An dem alten Rohr sind so Teile, dass man halt noch eins vorher gehen kann. Da ist auch so eine Luke und sowas. Da könnte man hier oben den dritten Stock bekommen. Ja? Du kannst dann aber aus dem Fenster gucken, da siehst du gerade Feuer, dass hier so ein Vieh kaputt gemacht worden ist. Was möchtest du tun? Ich positioniere auf jeden Fall die Stange so, dass ich alles nach unten stupsen kann, was irgendwie entgegenkommt oder irgendwas in den Rachen stecken kann oder was auch immer. Und ja, ich gehe einfach mal in die dritte Etage. Du kannst einen kurzen Blick nach draußen werfen, du siehst hier hinten auch noch so ein paar Viecher. Das würde ich noch nach unten rufen. Ich würde halt brüllen, wo ich die anderen Viecher sehe. Mhm. Aber ich würde trotzdem gucken, dass ich die nächste Etage einfach mal erreiche, um zu gucken, was da oben ist. Da oben wird jetzt wirklich ein bisschen leerer. Du hast wirklich alles sehr kaputt. Du siehst auch, dass jetzt danach das Dach kommt. Das Dach hat so ein riesen Loch oben. Ja, da liegen, hängen so Gitter runter, weißt du, so von so einem Dach, ne, wo du dann so Betongitter hast. Die könnte man hochklettern. Also, da muss aber wirklich einen richtigen Kletternwurf machen. Der ist schwierig, da hochzuklettern. Ja, damit wärst du auf einem kaputten Dach. Ja, du bist jetzt im dritten Stock, Entschuldigung. Von da aus siehst du aber dann, wie gesagt, ne, damit wärst du auf dem Dach. Okay. Nö, dann würde ich eher wieder in die zweite Etage klettern und aus den Fenstern. Also ich würde die Stange so mit übers Loch legen, dass man nicht einfach so mal eben da rein kann. Wird aber auch zwischendurch immer das Fenster irgendwas sehen. Du hast ja nur so zwei kleine Aktionen. Einmal hochklettern geht, zweites Mal die Stange hecken, okay, drüber schmeißen geht. Dann sind die dran. Zwei springen hoch. Es gibt eine Salve. Eine Salve erwischt. Ist nicht erst noch der... Ja, 18 Sekunden, die sind dran. Gleich ist der Baker dran. Der ist zum Ende der Nacht dran. Erwischen diesen Dixie Rider, während der aber eins davon erwischt. Der feuert da, feuert dort rein. Ne, die rennen nach oben und die heulen dabei auf, aber normalerweise rennt ein Tier weg. Es sei denn, es ist sehr blutrünstig. Ne? Aber diesmal packt es das eine, springt nach vorne, reißt dem direkt in der Kehle und reißt dem das so auf, dass der Kopf so nach hinten klappt. Wisst ihr, was ich meine? So, dass dann so der Kopf dann nur hängt und der Typ rennt noch so ein paar Schritte. Ne? Auf dem Müllhaufen springt einer in dieses Haus hinein. Wenn er nicht an der Treppe ist, könnt ihr nicht sehen. Der rennt halt zwischen so ein paar baufälligen Teilen hin und her. Während der zweite hier ebenfalls an der Treppe noch hochkommt. So, die haben was gemacht. Die haben den angegriffen. Der kann nichts machen. Der ist platt. Ihr seid dran. Wieder mit Iceman. Nee, ich glaube. Ich wollte auch noch was tun. Mr. Baker. Achso, stimmt, genau. Entschuldigung, Baker ist noch einmal dran als letzter. Ja, dass sie sich ja so bereitwillig in meine Zielgerade an der Treppe reinbewegt haben, ja, würde ich natürlich versuchen zu schießen. Yes, sir. Ja, das Vieh Treppenende und meine Pistole haben jetzt ein Date. Ja. Und, wenn du jetzt eine 20 würfelst, sag ich mich kaputt. Da bin ich gespannt, wie du von deinen Jungs triffst. Ganz 12. Ja, du hast aber zwei Aktionen. Du kannst einen zweiten Schuss machen, wenn es reinkommt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass ich für diesen Schuss einen Gummipunkt ausgebe. Echt? Also ich treffe, ja. Versagen minus 5, du müsstest 2 Gummipunkte ausgeben. Ja, dann schieße ich erst noch einmal. Sagen minus 2, dann müsste ich jetzt nur einen Gummipunkt ausgeben, richtig?
Dann darfst du einen 20er würfeln. Gutes Bad. Ah, ich bin ja ein Fuchs. Ja, das ist. Eine 20. Eine 20! Du erwischst das Vieh tatsächlich, was da gerade hinkommt. Und der Doc macht das wirklich so: das jault auf. Das jault auf. Und dann fliegt das wieder die Treppe herunter. Das ist so richtig so ein Schuss und das spritzt. Und da wirklich, da spritzt der ganze Brustkarzen. Da geht's einmal rein. Und dann ich glaube, ich habe auch eins. Hören für Sie. Nur ganz kurz mal eine Frage: Was ist denn auf dem Funk überhaupt los? Ist da überhaupt noch was? Ja, Doc, du hörst auf dem Funk: Achtung, 1313, es sind zu viele hier drin, draußen auch. Ne? Du hörst nur eins. Achtung, 1, 3, 3, Achtung, Achtung, da vorne sind ein paar. Schuss, Feuer, Feuer hörst du. Nächste Runde. Ja, muss ich dir gleich sagen, bin ich dran. Ah, ja. Nee, ich meine nur, das war nur allgemein so, dass das nicht vergessen wird. Im anderen Seitenhaus ist auch Feuer. Ihr hört natürlich aus den anderen Häusern, hört ihr gezielt immer wieder irgendwelche Schüsse. Ja, da würde ich ebenfalls das Feuer öffnen. Du willst das Feuer öffnen. Worauf? Auf den hier, der durch die Gegend läuft. Der hat eine minus 10, weil er zwischen den Sachen hin und her läuft. Ja, ja? Den kriegt. Das heißt, der ist wirklich zu treffen. Wo aber ist der? Ich habe drei Aktionen, ne? Der kommt auf dich zu. Richtig, du hast drei Aktionen. Du kannst auch zielen, das wäre auch eine Aktion. Du kannst jetzt auch in der Runde kannst du zwei Aktionen direkt machen, das heißt auch zweimal schießen oder einmal zielen und schießen. Bei meinem Zielen würdest du eine plus 2 drauf bekommen auf deinen Schuss. Wie viele Aktionen habe ich denn? Ich habe auch drei. Ich könnte aber dreimal schießen. Du kannst auch dreimal schießen. Drei kurze Salven. Jeweils plus 10. Plus 10. Also Schwierigkeit oder was? Ja, auf den Wurf Schwierigkeit plus 10. Oh, das ist hart. Ja, dann würde ich einmal zielen und einmal schießen. Ja. Na, geht's. Hast du eine dritte Aktion über, ne? Aber dann ist der erstmal dran, bevor du die machst. Es sei denn, du willst irgendwie eine coole Kombination ausdenken. Dann kannst du alle drei auf einmal machen. Du kannst sie auch. Dran haben nicht eine Reihenfolge? Du kannst ja die auch aufsparen, wenn er dich gleich angreift, dass du ausspannst. Ja, ich bin von der Initiative jetzt dran. Ja. So, um auf Tupis Frage zu antworten. Ich würde jetzt auf den einen schießen. Ich gehe ja natürlich davon aus, dass ich den easy weghaue, weil ich bin ja krasser Iceman. Und wenn ich den anderen sehe, würde ich halt auf den anderen auch noch schießen. Ja, den siehst du auf jeden Fall. Wenn das geht, dass ich quasi auf den einen schieße und dann auf den anderen? Ich würde so. Ja, Zielwechsel ist eine Aktion. Okay, ja, dann zwei Schuss, einmal Zielwechsel. Das geht oder nur ein Schuss und Zielwechsel? Ansagen für nächste Runde. Also du könntest auf den schießen, selbe minus 10. Ja. Aber wäre ein Zielwechsel. Ein Schuss, Zielwechsel, zweiter Schuss. Ja, dann du bist, kannst das alles in einem machen. Okay, wie geht das? Was musst du dafür tun? Du hast hier einen kombinierten Angriff. Ja, ja genau, stimmt. Dann kannst du sagen, ich mache die alle in einem. Ah, yes, Sir. Aktionen alle weg. Hast du die 10 eingerechnet? In den Wurf? Ja, aber der hat Success-Effekt 13, das heißt, er hat immer noch plus 3. Hat er noch plus 3. Warte, ich kann das auch so nochmal machen. Jetzt auf aber 8. Egal, du kannst auch würfeln, wir ziehen die einfach ab, ist doch viel einfacher. Ja, okay. Und jetzt? Den zweiten? Ach so, ich. Ist doch schon eine Kombination jetzt, oder? Ja, erst den ersten nehmen wir einmal. Ach so, den ersten und jetzt den zweiten. Okay. Den zweiten hast du auch, dann darfst du zwar. Beim ersten, boah, was machen wir da? Würfelst du ein W10 und beim zweiten auch ein W10. Ihr habt ja automatische Feuerwaffen. 4. Und beim anderen, das sind 2. Beim ersten würfelst du 2 20er, beim zweiten 21er. Elf, elf. Und beim zweiten 13. Okay. Jetzt wäre als nächstes der High Rock dran. Also ich habe den keinen Damage gemacht, oder? Du hast den beiden Damage gemacht, die hauen auf, aber die scheinen sich nicht zurückzuziehen. Das ist okay. Ja. Die wollen fallen, ja. Also diese zwei Hunde hier sind auf unserer Ebene. Richtig. Ja. Und beleuchtet vom der Projektor rasselt jetzt immer so durch die Gegend hin und her. Du hast überall Säulen drin, wie gesagt, nicht angezeichnet. Die rennen mal zwischen den Säulen. Sie rennen jetzt wahrscheinlich beide
auf den Iceman drauf. Mhm. Beide werden auf den Iceman draufhauen. Das heißt, du hast durch das Dunkel, durch das Flackern der Lichter, dadurch, dass du auch nicht hundertprozentig sehen kannst mit Dunkelheit und sowas hier drin, viel zu viele Schatten sind, viel zu viele Objekte, hast du eine Schwierigkeit von schwert um 10 umzutreffen. Plus deinem Dauerfeuer. Naja, was der Aktion ist, eine Aktion. Ich mache folgendes, ich gehe hier hin, so ein bisschen an die Ecke. Und ich verzögere quasi meinen Angriff. Ich weiß nicht, ob das geht, weil wenn die jetzt auf den zustürmen, dann will ich hier von der Seite reinschießen. Wenn du möchtest, kannst du auch die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, dass einer auf mich drauf springt. Nö, nö. Nein, die Idee ist halt, dass die jetzt halt wie wild auf Iceman losrennen und ich die dann von der Seite wegspray. Okay. Das heißt, nach vorne gehen, das Stück, okay, komm, das ist nicht so viel. Und in Position gehen und zu gucken. Du willst halt quasi auf beide schießen. Du hast aber keinen kombinierten Angriff. Das heißt, kannst auf einen schießen, wenn der gleich losgeht. Kannst du das aussuchen, auf welchen? Naja, ich denke, der untere ist ja näher. Also, ist ein bisschen unübersichtlich, aber der hier, der ist ja näher. Ne? Wenn der jetzt, wenn der an mir vorbei huscht oder auf mich zukommt, dann kann ich den ja schon abknallen oder versuchen. Ja. Ich lasse sie quasi rankommen in der Dunkelheit, sondern dann sehe ich besser dann. Gut. Karen ist als nächstes dran. Wo ist denn das Loch im Boden? Bei dir um die Ecke rum. Brauchen wir nicht so genau zu machen. Achso, weil sonst hätte ich geguckt, ob ich den Zementsack auf einen der Wölfe werfen kann. Ja, dafür müsstest du rüberlaufen, da ist der ziemlich schwer. Ah, okay. Nee, ich finde, ihr macht das toll. Wie weit ist das denn hier? Du, vielleicht kannst du hier. Guck mal, das sind nur 2 Meter, etwas über 2 Meter. Kannst du versuchen, in den Turm dran zu springen? Ja, mit Sicherheit nicht. Ich bin da oben ziemlich sicher. Ja. Ja, dann bleib ich doch da. Ja, dann darfst du mal einen Wurf machen, weil. Moment. Ich würd halt irgendwie, keine Ahnung, ich würde die Karten legen, um zu gucken, ob es einen Ausweg gibt. Die Tarotkarten mir den Ausweg weisen. Ich finde die in den Nacken. Sekunde. Die Seite. Was du siehst noch, weil du oben ja gut gucken kannst. Hier schleichen noch ein paar rum. Karen, das siehst du. Ach du meine Güte, da sind noch viel, viel mehr. Die sind draußen. Alles ist voller Wölfe. Karen? Ja? Während dieser Projektor jetzt flackert, ja? Du siehst draußen die Wölfe, machst einen Blick, dann siehst du das Haus, wo ihr gerade seid, ja, wie gerade der High Rock zerfetzt wird, wie der Iceman zerfetzt wird und ihr alle durch die Gegend lauft, ja, bis auf der Doc. Du siehst den Doc irgendwo in den Keller laufen und durch so ein, ja, Abwasserkanal kriechen. Mhm. Das siehst du so immer wieder in diesen Bildern flackern. Was macht der Rest von euch? So, das war Kerl. Na, jetzt sind es mir die Wölfe dran. Damit darf der, sag mal schnell, Dan zuerst mal schießen. Mhm. Genau. Du kriegst nur noch minus 5. Minus 5, okay. Kann sein, dass ich gleich eben weg muss. Ja. Kurz. Muss ich da einfach minus und 5 schreiben dann? Ganz normal, einfach so? Okay. Beim Drücken kannst du, glaube ich, minus 5 bei den Eingaben schreiben, ne? Akzeptabler Erfolg. Ich treffe also, glaube ich. Mhm. Ja. Damit hättest du sogar eine minus 10 bekommen, wenn du automatisch schießt mit dem Weifel. Aber du triffst ihn. Dann darfst du mal ein W10 würfeln. Und dann 2W20. 13 insgesamt. 13! Das reicht nicht. Dieser hier macht zuerst einen Sprung. Macht einen Angriff. Trifft dich aber nicht. Mit einer 8 trifft er. Warte, Sekunde mal. Ich habe das Kapitalblatt davon. Ist doch leichter hier. Also, er wird natürlich jetzt von 3 großen Patronen getroffen. Ne? Also, vielleicht reißt ihn das noch ein bisschen zur Seite. Also, so ein bisschen. Ja, es geht darum, er hat die Sachen schon bekommen, den darf man nicht vergessen. Der hat 30 Damage jetzt bekommen. Der hat schon
Aber es sieht nicht so aus. Wie gesagt, er hat gerade Kratzer, leichte Wunde. Eine schwere Wunde hat er auch schon, aber er hat noch keine tödliche Wunde. Aber der geht durch. Das heißt, der springt nach vorne, macht die Bewegung. Mal gucken, wie viele Aktionen der denn hat. Ach, sieh mal einer an. Das wird jetzt mal ein bisschen spannend hier. Angriff, dann beißt dich. Hat sogar einen guten Effekt. Da kommt dann noch der Schadenswürfel drauf. Das sind 11 plus 3 ist eine 14. Der springt nach vorne. Er sieht schon angeschlagen aus. Ja? Iceman springt dich richtig an. Du merkst diesen riesengroßen Kopf. Und jetzt siehst du auch, dass der Kopf wirklich alligatorförmig aussieht. Wie der hingeht und wie der bei dir einmal, komm, dann machen wir es ja auch dramatisch, wenn du getroffen wirst. Der sagt mir am Ende, du willst nicht getroffen werden. Einmal dich trifft und er trifft dich per Zufall. Bein. Haben wir noch Treffertabellen drin? Die habe ich noch nicht rausgesucht. So sinnlos. Na komm. Trifft dich aber kräftig und er macht dir auf jeden Fall eine schwere Wunde. Das kannst du schon mal eine schwere Wunde eintragen. Mhm. So. Oh. Get to the chopper. Ja. Ach Mann, das ist doch doof. Ich hasse das. Was ist der andere? Achso. Das. Eine schwere Wunde. So. Komm, ist immer noch brutal, dann sagen wir auch noch wo. Was habe ich geworfen? 7. Oh, das war ein Biss in den Unterleib. Der andere springt nach vorne, macht dieselbe Action. Ja? Und macht einen Angriff auf dich. Ne, das ist die Bewegung und der Angriff. Das sind deren beiden Möglichkeiten, diese Runde. Das heißt, beziehungsweise sie haben noch was. Der trifft mit einer 15. Ja, der hat kein Feuer auf sich. Der hat die direkte Bewegung auf dich drauf. Würde der dich treffen? Und der macht aber nur einen Schaden von 13. Das heißt, der macht, was habe ich denn hier? 13. Noch eine schwere Wunde. Du kannst Heldenpunkte dafür ausgeben, dass du nicht komplett stirbst, ne? Ich kann sagen. Diesmal geht der Biss so direkt in den Kopf hinein. Ja, ja, klar. Reißt so runter. Auf jeden Fall nicht. Kugelpunkt, bist du bescheuert? Der reißt das halbe Gesicht ab, wie in so einem Video. Ja, genau. Möchtest du einen Heldenpunkt ausgeben? Ja, klar. Wie viele Stufen denn? 3, ne? 3, dass du gar nichts abbekommst, okay. Der springt so zur Seite und hat das Maul so auf und du siehst, wie dieses Maul da so drauf ist. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt dann ist der Doc wohl jetzt wieder dran. Da ist der Doc dran. Du siehst Doc den hat noch gerecht. 4 Patronen. Ja. Ja, der Typ, also der Wolf, der gerade an den Doktor hier an den Eis-Typen vorbeigelaufen ist, der ist ja gerade an dir vorbeigesprungen mit dem Angriff, ja. Oder? Ja. Also der wird ja wahrscheinlich momentan sehr nah an mir dran sein. Ja, der ist noch an dir dran, den kannst du gut treffen. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier sein, oder was, ne? Ja, den kannst du gut treffen. Sollst dir keinen Patzer leisten, ne? Sollst dir keinen Patzer leisten. Vielleicht soll ich mir keinen Patzer leisten, das ist vollkommen recht. Ja, und wird der andere auch dahin zielen. Ja, der ist schwieriger zu sehen. Ja, kannst du auf den schießen. Ja, ich würde mir dieser tatsächlicherweise eine Aktion, das Zielen, nehmen. Kriegst du 2 auf so drauf? Ja. Und würde feuern auf den, den ich treffe. Ja. Ich würde sagen, den rechten. Der hat den roten Hintergrund. Mit Zielen, plus, wie viel Plus kriege ich da bei Zielen? Plus 2. Gut, ist doch gut. Treffer! Yeah. Gute Lady. Dann darfst du einen 20er würfeln? Nur 5! Hat er nochmal einen Kratzer bekommen. Reicht noch nicht, um den runterzuhauen. Reicht noch nicht. Aber er ist schon ein bisschen angeschlagen, der hier, ne? Wann bin ich dran, oder? Wie viele Aktionen hast du? 3 eigentlich. Geschossen, Zielwechsel, geschossen, richtig? Ja, und jetzt eine neue Runde. Ja, richtig. Die haben 4 Aktionen pro Wolf.
die hängen jetzt dort, haben den. Achso, die haben die anderen zurückgehalten. Achso, ja, das wusste ich nicht. Die können es machen, zwei pro Runde dann. Hm. Der hier hängt dort, hat den Mund ja gerade so auf, hat so daneben gebissen, weil du ja noch so perfekt ausgewichen bist. Auf einmal schnellt der ist einen halben Meter neben dir, schnellt die Zunge und diese Zunge versucht sich in dein Fleisch reinzubringen. Und die trifft sogar auch. Oh oh. Aber jetzt nicht mein Ding. Froschwölfe. So. Danke, Baby. Was hat der Chris geworfen? Zunge. Ah, das ist nicht so schlimm. Eine leichte Wunde. Die Zunge erwischt dich. In der Brust. Einmal so mitten in die Brust rein, schnellt die Zunge hinein. Ich weiß nicht, warum du alleine gegen die beiden kämpfst. Ja, aber hast ja ein gutes Team. Ja. Zweite trifft auch. Ebenfalls schnellt die Zunge nach vorne, die noch eine leichte Wunde macht. Ich sag dir auch wo, weil du jetzt gerade zerfetzt wirst. Ebenfalls in die Brust. Du hast noch ein paar, die du aushalten kannst, oder? Das ist doch nur Kleinkram. Das ist nur Kleinkram, ein paar leichte Wunden hier. Ja. Jetzt seid ihr wieder dran. Ja. Dann nehme ich dem, der mein Bein im Mund hat, lege ich die AK auf die Schläfe. Hm. Ja, und beende das Schauspiel. Ja. Ja. Du hast trotzdem mit 3W20 Würfeln noch den Schaden auszuwürfeln, wenn du das machen möchtest. Dann hast du aber keine Aktionen mehr. Ich habe keine Aktionen mehr. Aber du anlegst und so, ne? Du musst dir vorstellen, du bist in richtigem Kampf. Du kannst dich ja nicht einfach nur hinstellen. Der reißt. Nein, der hat mich am Bein. Sein Maul ist um mein Bein. Right? Der beißt mir ins Bein. Nehme ich meine AK, drücke ihm ins Auge und drück ab. Ja. Ah, okay, zwei. Deswegen würfelst du. Aber eine hätte ich ja noch. Ja gut, okay, komm. Dann dealen wir rum. Eine darfst du noch haben. Darfst aber drei. Oder? Oder außer wenn der Rest sagt, ist nee, nicht fein. Oh komm, fein für mich. Also ich denke, wenn du eine volle Salve gibst, mit einfach drauf, 10 Schuss raus oder sowas, dann hast du auf jeden Fall zwei Aktionen nur verbraucht. Dann hättest du noch eine über. Kannst du noch ausweichen, wenn der kommt. Ja, okay, klar. Ja, nee, der hat mich ja schon gebissen. Der hat mir ja schon mein halbes Leben rausgebissen. Also dem würde ich jetzt schon ganz gerne... Das ist der Angeschlagene, ne? Ja. Ja, den erwischst du auch. Den machen wir einfach weg, das ist doch... Na, ja, dann halte ich mir die andere auf. Hm? Ja. Ja, jetzt bitteschön, wer ist als nächster dran? Dann bin ich dran. Hm? Würde ich dann logischerweise auf den anderen zielen. Und dem kann ich ja jetzt 3 Schuss geben, ne? Also ja. Den da, ne? Eine Dreiersalve, ne? Ne, also drei. Ich habe ja 3 Aktionen, das heißt, ich kann 3-mal abdrücken. Ja, du könntest 3 Aktionen machen, du kannst aber nur 2 pro Runde machen. Maximal. Was kann ich nur 2 pro Runde machen? 2 Aktionen pro Runde. Dann ist der wieder dran, dann geht's mal weiter. Achso, dann kann. Also du machst quasi 2 Aktionen, eine zurückhalten. Wenn der was macht mit dieser zurückgehaltenen, kannst du dann agieren. René hat bei den Hunden, dass er 3 Aktionen machen kann, einmalig. Dann ist aber alle seine Aktionen weg. Dann schieße ich 2-mal halt. Ja, schießt du 2-mal. Ne? So. Okay. Versagen. Versagen, das heißt, du könntest René treffen. Oh, hier, den weiß man. Ich grade den ab. Mhm. 1 Punkt. Jetzt habe ich noch 4. Und der zweite. Normaler Erfolg. Normaler Erfolg. Mit 8. Dann darfst du 1W10 würfeln. Oh, mein Feuer ist sinnlos. Ist aber geil. 8, dann hast du 3 Patronen und dann 3W10. 3W20. 3W20, okay. Ah, dann können wir gucken. 34. Ja, zählen die einzelnen. 15, 4, 15. Achso. Ich glaube, 15 ist tödlich, ne? Ja, würde ich sagen. Das heißt, du verfetzt den auch weg. Karen, du hast gerade was gesehen und du hast gesehen, dass das um das Haus und wieder in die ganzen Eingänge reinläuft. Noch mehr. Ich brüll das für den Jungs runter. Natürlich. Und ansonsten, ich lade durch und kletter die Luke hoch, das Loch hoch. Kannst du schon mal machen für die nächste Aktion, die du machen hast? Ja, auf jeden Fall. Doc Baker, du hörst, Achtung, hier ist jemand bei mir. Also Achtung. 11, 1, 13, 1, 3, 1, 3, melden, 1, 3. 1, 3 meldet sich nicht.
Ja gut, das muss ich jetzt auch niemand mehr mitteilen, wenn die da drüben vorbei ist. Ich würde einmal hinter mir aus dem Fenster mit suchen gucken, ob ich noch irgendwelche sehe. Ja, darfst du. Versagen, Patzer. Du siehst nichts. Du siehst. Ich guck raus, guck nach hinten und spring unten in diesen Mülleimer. Wow. Du kannst einen Climbwurf oder einen Kletternwurf machen. Auf den Wurf bekommst du plus 5, weil oder fallen. Also soll ich einfach vielleicht einfach Agilität Falle. Werfen? Ja, genau, wirf einfach eine Agilität. Du kannst auf der Leiche von dem Wolf da landen. Da ist wahrscheinlich noch einer drin, der nur so macht. Versagen. Ja, du fällst nach unten, hast eine 6 und kriegst einen leichten Kratzer ab. Ne? Du fällst da unten, fällst wirklich auf den Wolf und reißt dir so ein Stück am Hemd und sowas kaputt an diesen scharfen Zähnen von dem toten Tier. Du merkst, dass das tote Tier sich aber irgendwie auflösen zu scheint. Das sind fast nur noch die Zähne von dem Mund. Der Schleim bildet sich so. Da bildet so eine schleimige Schicht und so, die stinkend ist und so und sich mit dem Müll vereinigt. Und das ist alles. Darf ich eine kleine Zusatzaktion machen? Ja. Wenn ich sehe, dass dieser Schleim sich da auflöst und so weiter, würde ich mich vielleicht ein bisschen damit betüpfeln. Und würde versuchen, die Schnauze zu halten, um nichts mehr zu sagen. Okay. Das wären deine. Iceman, was möchtest du tun? Ich habe mich da oben blutenderweise irgendwie in dieses Loch reingezogen. Lad meine AK durch. Stöhne und schimpfe und ruf runter, ob der Doktor mich verwinden kann. Ich mach das Land auf jeden Fall nicht da unten. Er ist ja fein, aber ich habe keinen Bock, da rauszugehen. Nicht so. Du willst in den zweiten Stock reinziehen. Nach oben. Ja, das ist ein bisschen schwierig, da liegt eine riesige Eisenstange. Oh ja. Ja gut, das sehe ich ja dann wahrscheinlich von unten, das geht. Okay, die Witch hat zugemacht. Ja gut, dann schleppe ich mich zum Doktor. Ja, dann schleppe ich mich zum Doktor. Du kannst auch versuchen hochzugehen. Wenn du hochbrüllst, hast du genau rein. So ist das nicht. Ja, alles fein. Ich setze mich neben den Doktor, lad durch und sage... Es ist kein Doktor da. Aber wo ist der denn? Ist aus dem Fenster gesprungen. Oh, dann gucke ich dem Doktor aus dem Fenster hinterher. Den siehst du nicht, der ist in der Mülleimer. Siehst nur Mülleimer. Ja, wenn du dich ein bisschen hell bewegst, kannst du natürlich aus dem Fenster rausgucken. Da ist der Mülleimer. Es ist nachts, ne? Kein Licht. Ja, und du siehst halt nur einen Mülleimer im Dunkeln mit ganz vielen komischen Sachen, die du natürlich im Dunkeln nicht erkennen kannst. Ja, und du willst, kannst du hinterher springen. Ja, klar. Agilitätswurf machen einfach nur, gucken wir. Ich würde mich erstmal zu High Rock umdrehen und sagen, wo zum Fick ist der Doktor hin? Jo, keine Ahnung. Ich habe die Leute da die Viecher da abgeknallt und auf einmal ist der weg. Aber der war die ganze Zeit da hinten in der Ecke, jo. Ey, Doc, verbind mich mal. Kann ich nicht, ich bin Psychologe. Ich würde mal aus dem Fenster gucken. Ich würde mal tatsächlich aus dem Fenster gucken. Die Antwort eines Psychologen ist, ich bin nicht so ein Doktor. Einfach so, was zum Fick ist hier los? So. Ja, du siehst hier hinten so ein paar sich hier irgendwo dort auf der Straße, wahrscheinlich in das Haus hinein oder hier auf der Straße rum. Und der Doktor hingelaufen ist es gerade wirklich gut. Okay, ich weiß es aber nicht, wo ist er gut dann. Eine gesehen dort, muss man sagen. Dann gehe ich in die Ecke, wie gesagt, lad die AK durch und verblute da langsam vor mich hin. Gut, dann ist High Rock dran. Ja. Ja, ich würde mich auch hier zurückziehen und halt auch, zack, Magazin raus, zack, neues rein. Jo, scheiße! Okay. Ich meine, ich würde mal auf Intelligenz würfeln, weil ich weiß natürlich nicht, wo der Doc hin ist. Ich weiß nur, dass ich da unten auf jeden Fall Müll gesehen habe und dass wir vielleicht rausspringen könnten, aber ich weiß nicht, ob ich da drauf komme. Ich glaube, so dumm kann man nicht sein, ne? Aber du hast einen akzeptablen Erfolg. Also das heißt, ich gucke da runter und komme auf die Idee, könnte es sein, dass der Doc da runtergesprungen ist? Ja doch, das ist wahrscheinlich eine der einzigen Möglichkeiten, weil er ist ja nicht mehr hier. Ja, aber wir haben ja schon viel esoterischen Scheiß erlebt.
Ja, genau. Der war nie da. Auch in die Lichter, der könnte auch in die Lichter eingegangen sein, die der Projektor die ganze Zeit macht. Ja, deswegen. Yo, scheiße, was machen wir? Können wir... Ich schau mal hier rüber. Also auf die andere Seite. Können wir hier rüberspringen oder so in das andere Gebäude? Ja, wenn du durch das Fenster springen möchtest, von Fenster zu Fenster, ist das ein bisschen weiter und schwieriger. Sind ja 3 Meter. Musst es einfach nur rollen. Ja, ich glaube, oder sowas machen. Jo, wenn es ist ja so, hier drin verrecken wir. Guckst du blutend an mir runter? Ach, echt? Ja, ja, wirklich. Fuck. Jo, ich glaube, das ist so. Also, wenn, also meine nächste Aktion wäre. Das Fenster kaputt schießen, was bei uns ist, und das andere, also quasi einmal rausschießen, dass das andere Fenster schon zersprungen ist, und dann versuchen, rüber zu springen. Das ist eine gute Aktion. Also ich habe, also eine hätte ich noch übrig, aber ich weiß nicht genau. Ja. Du willst ein Fenster, das andere springen? Plant nicht so lange, macht einfach. Ja, ich sag ja, das ist das, was ich machen will. Du musst es halt dann umsetzen in den Regeln. Wenn du nach vorne hingehst, machst du hier für mich einen Kletternwurf und springst rüber, und schießen brauchst du nicht. Du schießt einfach eine Salve raus. Ne? Okay. Am besten eine lange Salve, dann. Okay. Ist das, ich habe versagt. Beim Klettern, ja. Aber was würde ich jetzt brauchen, damit ich es schaffe? Ein Helm. Okay, versagt. Dann nehme ich den, dann habe ich noch 3. Ja, ich damit spring hier rein, ja. Ich spring rein und komm auf der anderen Seite wieder an. Du schießt auch so, dass das Fenster zerspringt, du nicht drin hängen bleibst, drehst dich dran, hast auch keine großartigen, doch einen Kratzer bekommst du auf jeden Fall, weil du hast gerade auf Null, du hast ein Minimum geschafft, bist also ein bisschen an so einer Scherbe hängen geblieben. Ja. Du hast einen Kratzer. Ich blute wie ein Schwein. Ja. Hier, seht euch das an. Jo. Leicht rot. Komm, Kevin ist noch dran mit einer Bewegung. Und dann der Doc. Und zwar... Wo waren die denn, die... Ich habe ja vorhin die ganze Zeit gar nicht wirklich was gemacht. Ich würde gerne... zwei Sachen, die mich interessieren würden. Ich würde erstmal versuchen... Ich habe ja die Tasche voller diesem ganzen Okkultzeug, ne? Hm. Ich würde auf jeden Fall mal... Ich würde einen Schutzkreis um den Eingang nach oben machen. So mit Salz und Kräutern und so... Weil das ist ja auf jeden Fall irgendwas Magisches, damit da nichts nach oben kommt. Wird auch mit der zweiten Aktion würde ich an die Fenster auch so Schutzruhen und Zeichen und so ein Kladderadatsch malen. Wenn ihr immer wieder ja, ne, musst du ja vorstellen, Säulen drin sind, dann halbe Wände, kaputte Wände, dann der Boden so Löcher und kaputt drin, ne, wo dann irgendwo wieder was hängt. Und so durchguckst und du siehst da unten schon wieder so einen so langsam hochkommen. Und während das im ersten Stock das Flattern ist, wirft das quasi nochmal hier irgendwie so ein Dingens, so ein Bild an die Wand. Und auf einmal siehst du das Bild von dieser Savannah, von diesem Mädchen. Also sie schreit offensichtlich, hilf mir. Und dann siehst du wieder diese Szene, wo die irgendwo an so einem komischen Dingen wie ein Tempelaltar so ganz so typisch reicht, ja, und du siehst so eine dunkle Gestalt so drumherum. Mhm. Aber ist das hier rumbestimmt sein Haus? Okay, aber mit meinen beiden Aktionen habe ich jetzt erstmal Schutzkreise gebastelt. Hm? Du hast Schutzkreise gebastelt. Was du merkst, unten läuft eins drin. Scheint sich dann aber wirklich vom Geruch her hierhin zu orientieren. Scheint ja zu funktionieren mit den Kräutersäckchen. Schön für dich! Ich überlege ernsthaft, ob ich dir ein Duftsäckchen runterwerfe. Aber du bist echt am krepieren, oder? Nö. Nee. Ich? Also du. Schwere Wunde, zwar leichte Wunde. Also ich werf dir eins runter, weil es würde mich echt interessieren, wenn die Viecher hochkommen, ob sie sich, wenn du da in der Ecke sitzt, nicht für dich interessieren.
Du bist ja Sexy Link ist einfach so in dem Raum. Ja, du stellst. Und du siehst da so 15 Meter weg so. Ja, toll. Ja, ich würde schon gucken, dass ich dir das wirklich zuwerfe. Und würde dir zuwerfen. Pass gut drauf auf, das könnte dein Leben retten. Mehr kann ich nicht für dich tun. Und dann verschwinde ich wieder oben in meinem Loch. Ein Ego-Wurf machen. Ja, ein Ego-Wurf machen. Ja, jeder von euch. Achso. Ach, alle oder nur die beiden? Alle dürfen Ego-Wurf machen. Der muss gut sein. Ja. Der ist normal. Gut ist eine Stufe höher. So. Very poor. Normal. Tja, möchte jemand von euch einen Punkt bezahlen? Ich würde noch einen Gummipunkt ausgeben. Nein. Ja, euch ist aufgefallen, dass sie nicht natürlich nach Geruch orientieren, aber so wie die sich bewegt haben, die haben teilweise, bei dir Doc, du bist natürlich auch der Klügste von allen, ja, dir fällt das natürlich jetzt im Nachhinein so auf, wie die sich bewegen, du hast das Gefühl, die könnten vielleicht sogar eure Wärmeempfindlichkeit sehen. Aber vielleicht hilft das Säckchen ja dagegen. Halt, die Sonne ist kalt. Korrekt. Muss man wissen. Die Hexe aus dem Dach hat aber von den Säckchen weiß ja niemand was. Ja, was möchtet ihr tun? High Rock, während du da gerade rüber springst, dich organisierst, ja, siehst du durch so ein Loch unten, siehst du nur noch so einen Körper dort hängen, ja, und da rollt so ein Kopf durch die Gegend. Also auf meiner Ebene? Von deiner Ebene eins tiefer. Du bist ja in. Okay. Also im Gebäude. Im Gebäude auf eins. Liegt ein Kopf, nur ein Kopf. Von oben siehst du aber so einen stumpfhaften Körper. Und du hörst über dir, ein Stockwerk höher. Okay. Ja, dann runter. Also, wenn ich dran bin, ich bin gleich wahrscheinlich dran. Nur für dich als Info. Ja. So, dann ist, wer ist zuerst dran, der... Ich wäre noch dran aus der letzten Runde. Ja, stimmt, du bist noch einmal dran. Ich bin ja momentan unten in diesem Mülleimer mit diesen Verwesenen, oder besser mit diesen Zerfall... Müll. Hoffe, dass da keine Spritzen oder sonstiges drin sind. Mhm. Habe ich mich vorsichtshalber mit diesem Schleim eingerieben und würde mal vorsichtig aus diesem Mülleimer so gucken und nochmal Search drücken. Nochmal Search drücken, bitte. Liebend gerne. Minus 4. Nein, du siehst nichts. Der Schleim ist in die Augen gelaufen. Ich versuche aus diesen Mülleimer rauszuholen und mich hier Richtung in diese Richtung zu begeben, wenn man das sehen kann. Ja, das ist eine normale Bewegung. Kannst du würfeln. Dann darfst du einmal eine Schleichen- oder Hide-Probe machen. Oder was ist das? Sneak. Schleichen. Lieben gerne, ich bin da richtig gut drin. Ich weiß gar nicht. Wie man sehen kann, Success plus 8. Normaler Prozess. So, du kommst hier hinten bis zum Ende hin. So, jetzt ist die Runde mit Iceman. Bis dahin kommst du hin. Weißt du aber nicht, was so eine Ecke ist? Iceman, was möchtest du tun? Ja, ich sitze da noch. Hör ich irgendwelche Hundegeräusche von unter mir? Unter dir im Gebäude, ja. Du hörst auf jeden Fall irgendwas reinkommen, dass jetzt die Treppe hochkommt. Ja, ich rufe hoch. Ey, Bibi Boxberg! Ich bin der letzte lebende Typ in diesem scheiß Gebäude mit einer Knarre. Alle anderen haben irgendwie Fahnenflucht betrieben und sind abgehauen. Also. Ja, komm doch hoch! Ich bin leider ziemlich zersiebt und wenn ich hochkomme, kriegen mich die Hunde, also... Den letzten beißen die Hunde, yo! Den letzten beißen die Hunde, Mädchen! Kannst du es zum Loch schaffen? Hier hängt so ein Seil, ich kann... wenn du es dir um den Bauch wickelst, versuche ich den Sack mit dem Zement, der auf der anderen Seite des Seils ist, durch ein anderes Loch zu schmeißen, dann könnte der dir vielleicht helfen, hier hochzukommen. Und pass auf diesen Sack auf, den ich dir gegeben habe. Ja, den habe ich mir eingesteckt, Ja, da muss ich ja vorher versuchen, die Eisenstange da wegzuziehen. Ja, dann, Nee, die mache ich weg. Kein Problem, die habe ich ja auch da hingelegt. Ja, dann würde ich mich quasi aufrappeln, zum Loch da hingehen, würde tun, wie mir geheißen. Ja, gib mir eine einfache Kletternprobe.
Na, Erfolg der Tampore, sehr gerne. Du hast aber noch eine Aktion über, um dich abzuwehren. Boah. Ist ja auch mit Unterstützung, ne? Ja. Climb. Climb. Nice. Kritisch! Okay. Du das siehst den Errol Flynn so. So. Der Jack Sparrow so. Von hinten angesprungen, springt hoch, aber du bist da wirklich blitzschnell hochgeklettert. Und bist jetzt oben dort. Du bist quasi von der ersten Etage in die zweite hochgekommen, wo Biggie Blocksberg ist. Beziehungsweise die gute Karen, die dich festhält. Wenn ich dann habe ich quasi noch eine Aktion, nee, um mich zu verteidigen, genau. Ja. Dann würde ich die auch offen halten, falls das Vieh Sprung nach oben macht oder so, kriegt dann erstmal. Dann ist Kylo dran. Jo, zweimal schleichen, raus, runter. Ninja-Rolle, dies, das. Ja. Ninjutsu. Würfel ich da auf Dodge oder Hide? Sneak, schleichen. Sneak, noch besser. Akzeptabel. Akzeptabler Erfolg. Abzeichnet. Aber auch wieder schlecht. Das ist aber gut. Du kommst hier raus. Also ich schaff's runter. Runter und dann links raus. Unten ist halt der Kopf. Du weißt, dass oben so ein Dingen ist. Du kannst dich schnell... Sekunde, was ist ein Dingen? Der Kopf oben ist ein Wesen. Ein Wesen, achso. Ja. Also über mir, was ich über mir gehört hatte. Genau, über dir. Ja, das Feind. Du kannst hinten in der Ecke, kannst du den Doc an so einer Ecke sehen. Hier vorne ist frei. Nichts. Ey, Doc! Er ist tot, ist er. Sorry. Aber es wäre richtig, ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, also kann ich jetzt eine ganz normale Aktion noch machen, oder? Nee, du bist zweimal runtergeschlichen, hast dich bewegt, okay. Das ist alles für die Runde. Wir machen das jetzt nicht mehr so, dass du zwei und dann wieder eine machst, weil momentan seid ihr, solange ihr nicht gesehen werdet, seid ihr außerhalb des Feindkontaktes. Okay, dann würde ich tatsächlich oben mich orientieren Richtung Kircheneingang. Ja, Karen hat dir versucht, hat dir hochgeholfen gerade, nicht wahr? Du hast aber noch was, wenn du was machen möchtest, Karen. Kannst du dich um mich Karen? Care dich um ihn. Das wäre die eine Alternative gewesen, aber... Unterschätzen ist auch gut.